herzlich willkommen zu meiner neuesten Orgelführung. Heute in der St. Ulrichskapelle in Grumbach. Hier ist eine Maximilian Offner Orgel aus dem Jahr 1986 mit 7 Registern, wie man hier sehen kann, einem Manual, Pedalkoppel, natürlich Pedal dabei und 2 Spiegeln, damit man schön sehen kann, wo es also hingeht, in einer schönen kleinen Kirche, die ich euch im Intro schon gezeigt habe. Ich wünsche euch bei der Orgelführung viel Spaß beim Zusehen und ich würde mich auch über einen kleinen Like freuen. Fangen wir gleich mal an mit dem ersten Manual. Fangen wir gleich mal an mit dem wichtigsten Register, das es hier im ersten Manual gibt. Hier ist dann auch noch das Pedalregister dabei, das ich euch gleich vorstellen werde, nämlich den prinzipalen Vierfuß, auf dem die Orgel aufgebaut ist. Unten hat es eine gute Klangfarbe. Und oben auch. Der Lauf ist jetzt nicht so ganz gut gewesen, aber es geht ja um das Register. Dann geht es weiter. Interessant, ein Salzonal. Klingt schön tief. Und die Mixtur, die mit anderen Registern kombiniert gut klingt. Ich mache mal ein Beispiel mit den Registern, die ich euch gleich vorstellen werde, und im Prinzipal zusammen und im Bass schon gezogen. Jetzt geht es weiter mit der anderen Seite. Jetzt geht es weiter mit gedeckt 8 Fuß. Zusammen mit Salitional. Klanggedeckt 4 Fuß. Die Oktav 2 Fuß. Die Flöten und Salitional zusammen. Und nun Tutti.
einen schönen Klang. Eine nette Kombination, Mixtur habe ich gerade ja vorgestellt, ist gedeckt und Mixtur zusammen. Damit könnte man die Negerregentropfen machen. Irgendwie so. Mit Hilfe der Pedalkoppel, die schon aktiviert ist, lassen sich alle Register hier ins Pedal runterkoppeln, wie man sehen kann. Geht dann oben die Taste mit nach unten. Nun kommen wir zum Pedal. Das Pedal befindet sich hier und geht vom C zum D1. Die Pedalkoppel, die ich gerade schon aktiviert habe, habe ich euch gerade gezeigt und koppelt alle Register von oben, vom ersten Manual, nach unten. Das Register, das einzige, das es im Pedal gibt, ist ein Super 16 Fuß. Und ihr hört schon, da geht es eine Oktave höher weiter. Also wir haben C und dann also müsste da, aber es geht da, wie man hören kann. Also quasi. Es wird also verdoppelt. Wir gehen einfach eine Oktave drauf. Das würde ja sonst nicht hier ranpassen. Das sind die kleinen Töne, die man sehen kann. Genau. Und jetzt können wir Salicylat zum Beispiel runterkoppeln. Oder Prinzipal. Oder alle. Oder drüben. Gedeckt 8 Fuß. Da könnte man, naja, kein Video spielen, sondern Duett. Aber ich meine, wieso sollte man hier ein Pedal spielen? Wenn man auch oben spielen könnte. Dann klang gedeckt auch irgendwas. Irgendwie so geht er dann wieder. Alle zusammen. Und nun Tutti. Und mit dem Subbass. Und den Manual. Thank you.
euch gefallen und ich konnte euch was Neues zeigen und auch die Register schön vorstellen und was Neues lernen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Dozent 16 Fuß, euer Josef Ebner. Tschüss!